Zum ersten Mal in Deutschland wurde die Destination Star Trek in Frankfurt am Main organisiert. Sogar einige Stars der Kultserie kamen zum Maskenspektakel. Mehr als 11.000 Besucher sind zur Star Trek Convention gekommen. Die meisten waren kostümiert. Beliebtes Accessoire waren die Spitzenohren der Vulkanier, eines der Völker aus dem Star Trek-Universum. Dazu durften die passenden Uniformen der Enterprise-Crew nicht fehlen. Andere trugen Masken mit der zerfurchten Stirn der Klingonen. Ich bin Klingone vom Herzen her und ich bin auch Mitglied des größten Klingonen-Fanclubs Europas, des Kimmerix Klinzai. Und wenn dann mal endlich wieder eine reine Star Trek-Convention in Deutschland ist, muss man als Trekkie hin, vor allen Dingen als Klingone. Mittlerweile finden sich hierzulande hunderttausende Fans, die den Kult um die Enterprise, Captain Kirk und Spock lieben und leben. Kapla.